Willkommen, liebe Leute, wieder zum neuen Part. Und also der letzte war ja wirklich genial. Da brauchen wir gar nicht überlegen, ne? Das war richtig krass. Und gegen Man City. Also da ist, bist du deppert, ne? Das war schon cool. Und ja, schauen wir, was heute geht. Ne? In diesem achten Part. Ja. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Ah, Zuschauer. wieder Ich gegen begrüße Sie City. herzlich zu Schön. diesem Spiel. Also macht Am unglaublich Mikrofon Spaß. sind heute wieder mal Wolfuß und der geschätzte Das ist echt Kollege cool. Frank Buschmann. Nochmal Wir voll zeigen Ihnen heute ein konzentrieren. Spiel aus den Und danke, wie gesagt, Online-Saisons, in für denen Sie sich eure den vorzeitigen Aufstieg Bewertungen sichern und ein können. paar Views. Bayern Das ist immer München cool. gegen Manchester City. Spannende Geschichte heute. Es geht um den Aufstieg, den vorzeitigen Aufstieg. Das ist realistisch. Ich Sie brauche gucken nur ein auf. X. Haben wir Ja. zuletzt immer wieder erlebt und heute reicht ein Zähler. Das sind beste Genau. Voraussetzungen, dass wir hier am Ende dieser Partie die Aufstiegsfeier erleben. Ah, So gehen es schade. die Bayern also Ja. heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Matthijs de Ligt spielt zusammen mit Dayo Upamecano in der Defensive. Leon Goretzka steht mit Thomas Müller im Da Mittelfeld. geht immer ein Und bisschen ganz la, vorne ha? starten sie Oder heute wie? nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld unterstützt die Offensive. Jetzt ist er durch. Easy. Sie erzielen das Tor und ich glaube, das ist jetzt doch fast schon der Aufstieg, oder? Ja, Ja, das denke ist ich auch. Das er. lassen Sie sich nicht mehr nehmen. Sie erhöhen Ihr Polster. Sie machen das gut. Ja. Und damit Ja. haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Was tut denn der bitte? Da ist Sané in der Mitte. Das war der Zeitquen, glaube Sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. ich. Oh, das wird's. Bernardo. Kein Tor. Neuer hat ihn. Ich bin extra gleich aussieht, dass er nicht merkt, oh, ich bin draußen, wisst ihr? Coman. Der Ball soll jetzt zu Musiala. Voilà. Aus dem Angriff wird also nichts. Walker. Ruben Dias. Nochmal schnell zu City zurück, Buschi. Wie siehst du sie in naher Zukunft? Also mit einem Pep Guardiola als Trainer und den finanziellen Möglichkeiten, die sie haben, ja, da muss man sie immer zu den Favoriten zählen und zwar wettbewerbsübergreifend. Was macht der Katalane aus dieser Mannschaft? Shit, Sie haben den schade. Ball. Schade, es ist aber sehr enge Kiste. Manchester City mit der Balleroberung. De Bruyne. Okay. Da-da-da-da-da-da. Da 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 Leroy da Sané. da da Die Chance für Leroy Sané. Ganz sichere Parade. Schade. Wird das was? Stark, das war's mit der Chance. Wechsel bei City. Stark, ja. Ecke in die Mitte. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Musiala. Ederson! Alle waren da drauf. Weltklasse, wie er das gemacht hat. Glanzparade. Jetzt komme ich ein bisschen ein ins Spiel. Also, wir müssen jetzt schon wieder verschreien, aber. Okay. AG, ja. Ich Der glaube Ball bei schon. Haaland. Ah, mit den Und De Bruyne Zweikämpfen. versucht es jetzt mal. Erling Haaland! Gut, dass Er ich es kommt gesagt zum habe, wieder, Winterziel im wa? Spiel und die Strafe ist dieser Gegentreffer, der nichts am Aufstieg ändern würde. Noch wären sie der Aufsteiger, aber wir sehen es ja. Sie lassen sie zu sehr kommen, laden sie ein und die logische Folge ist dann so ein Tor.
Das ist die Entstehung dieses Tors. Wir sehen den Steilpass von Kevin De Bruyne. Und dann ist Erling Haaland natürlich da. Aus nächster Nähe hat er überhaupt keine Mühe, diesen Treffer zu machen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Oh, da. Und Kevin De Bruyne. Er spielt halt immer auf die sicheren Spieler, sag ich mal. Was ja nicht verkehrt ist. Manchester City mit dem nächsten Angriff. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. De Bruyne. Klasse aufgepasst vom Torwart. Wie schaut's denn aus? Achso, ich hab das jetzt immer noch nicht eingestellt. Mist. Machen wir den nochmal. Jo. Also ich muss das schauen wegen Wechsler, wisst ihr? Das muss ich besser machen. Jo. Ja. Vielleicht wechseln wir beide. Wäre möglich. Die Bayern wechseln. Ah, nur ich, okay. Ecke De Bruyne. Gut geklärt. Und für das hat er jetzt so lang gebraucht. Für den tollen Freistoß. Eckball. Gündogan. Ja. Choupo-Moting. Schönes Zuspiel hier. An den Ball. Überragend, nicht nur in der Situation. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Das stimmt. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da ein gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Schwerer Fehler. Kai Walker. Die Flanke jetzt. Kopfball eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Den hat er nicht richtig getroffen. Sie sind auf dem Papier das bessere Team, aber richtig gute Chancen sind nach wie vor Mangelware. Und dann darf man sich nicht wundern, dass es nur unentschieden steht. Ja, jetzt ist da hinten erstmal die Abwehr gefragt. Manchester City mit dem Ball gewinnen. Das hat man denkt, dass er jetzt so spielt. Jetzt die Ball. Also. Gut durchgesetzt, gefährlich. Easy. Sie holen sich die Führung. So brauchst du gar nicht, ne? Sie sind heute einfach richtig stark. Bin drauf. Die Reaktion von City, die muss jetzt kommen. Von das komisch, ich hab fast nichts gesehen. Da war der Anstoß schon und ich, ne? City kommt über außen. İlkay Gündoğan. Manuel Neuer ist da und verhindert den Gegner. Jo, das war jetzt aber nicht so tragisch, ne? Lull. Nachspielzeit ist angezeigt, es gibt eine Minute oben drauf. Zu easy. Danke. 45 Minuten sind vorbei, die Spieler Spannung gehen pur in die Kabinen. Müsste passen. Ey, ich muss Sturm, ich muss das alles nochmal gescheit einstellen, da nochmal. Ja, das ist. Huh! Spannung! Spannung! Für die Bayern, der Ball rollt wieder in Durchgang 2.
Richtig gutes Passspiel da vorbei. Come on, City. Herzes. Serge Gnabry. Joao Cancelo. Passt wieder auf Gnabry. Da kommt die Hereingabe. Ah, ja, ja. Oh. Stattdessen gibt es cool. Torabstoß. Torabstoß heißt es. Mhm. Ake. Ake. Und erneut der Pass zu Gnabry. Und den Ball hält der Torhüter fest. Ake. Ake. Sie spielen den Ball steil. Oh, das ist gefährlich, glaube ich. Ja. War aber zu easy jetzt, ne? Nur noch zu 10 sind sie, aber das ist ihnen egal. Ausgleich, da ist das Tor. Hä, was? Warum? Echt, die sind zu 10? Ist das richtig? Auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Hä, die sind zu 10? Aber was verpasst? Relish. Gefährlicher Steilpass. Ball kurz. Ball geht weit vorbei. Kein die sind zu 10, habe ich was verpasst? Bei dieser Aktion. Coman. De Bruyne ist da, schöner Zweikampf. Die Chance für den Konter. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen, da verlieren sie den Ballbesitz. Haben es gut gemacht? Fair. Oder der ist ja wurscht. Jetzt wird gezaubert hier, Leute, ja. Ball bei Haaland. De Bruyne! Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Hätte man es nicht erwartet, so ein schöner Schuss. Aber er kann erstmal durchatmen. Viele Fehlpässe wieder, ganz schlecht. Gebe jetzt durchaus einige Anspielstationen. İlkay Gündoğan. Flanke kommt in die Mitte. Er bringt den Ball nicht raus. Könnte den Konter geben. Musiala mit dem Ballverlust. Okay. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Oh, halt, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Nerven behalten. Das war eine Glanztat. Leider. Ballverlust Manchester City. Musiala. Vorteil für Manchester City. Du willst jetzt da Foul geben, bitte? Also. Oh, jetzt Einwurf für die Bayern. Mhm. Alles klar. Den Zweikampf führt er sehr gut. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Was machen Sie? Macht er das Tor? In höchster Not bringen Sie da den Ball doch noch weg. Gut, dass ich dribbeln bin, ehrlich. Mit Neuer. Gnabry. Sie holen sich den Ballbesitz. So viel Fehler mache guter ich wieder. Vorstoß, kann was werden. Keine Schwierigkeiten hier für Neuer. Die Aktion war zu ungefährlich. Pavard. Goretzka gibt den Ball her. Simpel. Das spielt so simpel, aber gut. Das ist. Hereingabe jetzt. Oh Gott. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter. Puh. War gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Und jetzt Müller. Wenn Sie dieses Ergebnis über die Ziellinie bringen, dann ist das der Aufstieg. Man merkt, wie hier alle mitzittern. Es wäre so zittert richtig, für ja. Diese Mannschaft. Es wäre ihr zu gönnen. Mitreißender Fußball, großer Einsatz. Einfach eine sympathische Truppe. Bin gespannt, ob sie es packen. Ja. City kommt über außen. Das. Nur noch ein paar Minuten. Manchester City versucht es hier nochmal.
Ein guter Block hier. Sechs Minuten haben wir hier noch. Könnte die Führung werden. Da rettet er Was? Ihn. Das war eine absolute Glanzparade. Worldcoin, bist du was? Ecke kommt ins Zentrum. Alter. Das jetzt war krass. Ake. Ake. Gündogan hat den Ball. Erling Haaland. Ich sag ja, er spielt wahnsinnig gut. Shit. Oh, puh. Also das ist wirklich... Ich hätte gesagt, es hätte auch 4-4 ausgehen können, oder? So wird es aber 2-2 ausgehen. Ist okay. Musiala. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute oben drauf. Die Bayern mit dem Ballverlust. Oh, danke, ja, war nice. Die Saison ist noch nicht vorbei. War ein super Spiel. Der Aufstieg, der steht jetzt bereits fest. Den kann Ihnen keiner mehr nehmen. Cool. Danke, liebe Leute, wieder fürs Zuschauen, Bewerten und so weiter. Aber dann. Achso, okay, den Titel kann ich mir auch noch holen. Cool. Ja, dann auf jeden Fall, oder? Das ist schon ein Ziel. Okay, danke, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Badl. Tschüss.